Herzlich willkommen zu unserer aktuellen Wochenschau rund um den Smucker Splendid Newsletter der Kalenderwoche 21. Schön, dass Sie reinschauen, schön, dass Sie dabei sind. Mein Thema? Ich glaube, das habe ich schon mal angesprochen. Die Angst des Torwarts vorm Elfmeter oder die Angst des Schreiberlings vor den leeren Seiten. Also nichts ist schlimmer für einen Kreativen als leere Seiten und keine Ideen. Horror. Aber da bin ich wieder immer fasziniert, wenn wir zum Beispiel bei Smokers Planet und Smokers News innerhalb einer Woche, sogar bei Smokers News innerhalb eines Tages, Infos sammeln und verarbeiten und unseren Lesern anbieten können. Das hat nichts mit Eigenwerbung zu tun, denn dazu bin ich viel zu kritisch mit unserer Arbeit. Aber fasziniert bin ich schon. Fasziniert, was sich in der Branche und was sich in den assoziierten Produktwelten so tut. Bleiben wir bei der Faszination. Faszination bedeutet Stärke, bedeutet starke Anziehungskraft, äußerstes Interesse schaffen. Man kann von etwas fasziniert sein, es großartig und wichtig finden und dann, wenn ein Mensch von etwas oder einer Idee fasziniert ist, fühlt er sich lebendig, inspiriert, begeistert und natürlich auch glücklich. Nur wenige Emotionen haben eine größere Auswirkung auf den Geist als die Faszination, sagen die Philosophen. Kommen wir wieder zu unseren Produktwelten. Innovation und Faszination gehen Hand in Hand. Und dies belegt auch einmal mehr die aktuelle Smokers Planet Ausgabe in dieser Woche. Und dazu starten wir passend da auch in der Intro mit einem richtigen Knaller. Unter Intro starten wir dann mit einer Weltpremiere. Die Weltpremiere zum 55. Jubiläum der Cohiba. Unter Rauchbar, da sind wir mit VCF-Zigars in Nicaragua. Da wurden neue Verarbeitungszentren geschaffen und das haben wir hier auch bei Smokers Planet aufgearbeitet. Dann wurde ein Geheimnis gelüftet. Die CAO hat auch ein neues Produkt auf den Markt gebracht, eine innovative und geschmackvolle Tabakkomposition wird hier aktuell auf den Markt kommen, ist teilweise schon unterwegs und wir dürfen uns freuen. Kompan, das ist ein Produkt aus dem Hause Meyer selber. Ein schlankes Zigarrenformat deutet sich hier an. Eine Lancero Limited Edition. Lancero, viele Jahre fast verschwunden. Im Moment bei verschiedenen Herstellern wieder ein aktuelles Gesprächsthema. Schon entdeckt, das sind wir bei der Buffalo 10. Das ist eine Zigarrenserie für ein wirklich herausragendes Genuss- und Preisverhältnis. Muss man sich angucken, die Zigarre für zwischendurch zum guten Preis. Dann sind wir in der Dominikanischen Republik und hier geht es um das Kulturerbe der Tabakproduktion in der Dominikanischen. Kein geringerer als Pro-Zigarre-Präsident Hendrik Kellner setzt sich dafür ein und spricht mit den Verantwortlichen des Landes. So, dann klicken wir nach Bremen und da hat sich die Roh-Tabak-Vereinigung, ein eingetragener Verein, zur Mitgliederversammlung getroffen. Bodo Mehrlein vom Bundesverband der Zigarrenindustrie war auch dabei. Ein Bericht bei uns. Aber ein Statement von Habanos SA zur viel diskutierten Preisanpassung 2022. Wir gehen nicht weiter darauf ein, das wird an vielen Stellen diskutiert. Hier nur das Statement von Habanos SA. The Power of Arts, eine wunderbare Geschichte aus dem Hause Philip Morris. Da geht es aktuell darum, dass die Jury sich ergänzt hat. Das stellen wir unter diesem Artikel vor. Noch einmal zu Philip Morris. Philip Morris hat das Angebot an Swedish Match jetzt offiziell gemacht, das Übernahmeangebot. Und da ist nun abzuwarten, was sich aus dieser Kooperation ergeben wird. Unter Mitmachen und Gewinnen sind wir dann mit der Brennerei Henrich aus Kräftel in Hessen unterwegs und die laden zu einem Gewinnspiel mit ihren Gins ein. Schon entdeckt, da sagen wir Hallo. Parceiro Brasil, eine facettenreiche Freundschaft. Das ist eine Zusammenfassung der Vorstellungen, die wir bereits aus Smokers Blend gebracht haben. Unter Trinkbar
haben wir dann zweimal das Thema Whisky. Wir haben eine Innovation rund um den Rum, einen Rum aus El Salvador. Und wir sind dann mit einer Gin-Marke unterwegs, und zwar zum Weltbienentag. Und der Top auf der Weg, die Firma Davidoff, immer wieder innovationsaktiv. Auch hier eine neue Geschichte. Die neue Geschichte heißt Smoke and Talk mit dem Grill-Weltmeister. Das ist die Ergänzung zur erfolgreichen Neuinszenierung der Cine Nicaragua, die wir mit einer Eventreihe mit dem Fachhandwerk durch das ganze Land gekrönt. Im Hingucker der Woche präsentieren wir die Kohlehase und Kopfsauertischen, ein Pfeifentabak, der für laue Sommerabende oder gemütliche Nachmittage einlädt. Und da besuchbar, da haben wir die deutsche Qualifikationsrunde in der Zigarettenbranche. Wir haben einen Tastingbericht aus Hörstel, dann auch die Information über einen ganz besonderen Genussabend mit ganz besonderen Autoritäten. Da trifft sich Whisky und Zigarre in der Rauchkultur Seiler mit Professor Walter Schobert und mit dem großen Walter Born. Drinks on More, das ist die Schlitzerdestillerie, die hier mal wieder zugeschlagen hat. Die Schlitzer waren unterwegs und haben bei Meininger Award gewonnen, wir haben dort den Burgen Bio 3 Gin richtig vergolden lassen. Die Vogelsbecker Destillerie überzeugte also auch bei diesem internationalen Award. Nun sind wir unterbrauchbar und da sagen wir Zippo für alle. Erst die Mütter, dann die Väter. Neue Zippo-Modelle zum Tag der Väter vorgestellt. Dann eine Freundschaft auf ewig und zwar ein Zigarren. Klimaschrank von Eurokeef. Also das ist eine fachgerechte Aufbereitung und das ist ein optischer Leckerbissen und natürlich die schönste Stelle für die schönsten Zigarren unserer Welt. Und da lesbar, brandneu, das alles andere Magazin, diesmal unter der Headline Dominicana. Da sind wir beim Zigarrenmagazin und da gibt es die dritte Ausgabe im Jahre 2022. Und dort dreht sich alles natürlich rund um das braune Gold. Weiter bleiben wir beim Zigarrenmagazin. Die haben natürlich auch in der Kalenderwoche 20 ihre Zigarre der Woche ausgewählt. Und die präsentieren wir auf Smokers Planet natürlich gerne und umfangreich. Im Media Center dann ein schöner Auftritt von Sam Reuter, beziehungsweise eine inhaltsvolle Aufbereitung und Aufarbeitung der neuen Davidoff Black Band Limited Edition und Sam Reuter mit der Tochter mitten im Interview. Dazu laden wir Sie herzlich ein. Ja, was haben wir noch? Wir schauen nach Villingen-Schwenningen. Die Paul Bucke GmbH ist unser VIP-Partner der Woche. Natürlich darf ich Sie noch darauf hinweisen, dass wir unter den Rubriken rauchbar, brauchbar, trinkbar, besuchbar und lesbar alles das, was wir schon einmal erarbeitet haben, auch für Sie weiterhin auffindbar haben. Ja, das waren dann die News der Kalenderwoche 21 in unserem Smokers Ballet Newsletter. Und jetzt schauen wir doch noch einmal zum Schluss. Und da habe ich das Thema Unterschied zwischen Werbung und PR herausgefunden. Dann lassen Sie uns ein bisschen philosophieren. Werbung verfolgt ja grundsätzlich das Ziel, die Aufmerksamkeit von Interessenten zu erlangen und die Bekanntheit eines Produkts oder seiner Dienstleistung zu steigern. Werbung ist die Kunst, auf den Kopf zu zielen und die Brieftasche zu treffen. Public Relations ist die Kunst, auf das Herz zu zielen und den Kopf zu treffen. Da sagte in den 50er Jahren Vance Packard, ein amerikanischer Publizist, und das möchte ich dann aber ergänzen um eine weitere Aussage von dem großen David Ogilvy. Wenn ein junger Mann um eine junge Frau mit lockeren Sprüchen wirbt und sich selbst als den Größten bezeichnet, dann ist das Werbung. Wenn ein Freund des Werbenden erklärt, dass XY ein super Typ ist, dann ist das Public Relations, sagte David Ogilvy, ein Engländer, der im Alter von 39 Jahren im Jahr 1940 in New York eine Werbeagentur gründete,
die schon bald unter dem Namen Ogilvy und Mather zu einer der international wichtigsten Agenturen zählen sollte. Auf Ogilvy gehen eine Vielzahl bekannter Werbetexte, Slogans und Headlines zurück, die heute echte Klassiker sind. Ein großartiger Mensch, den ich persönlich auch kennenlernen durfte. Er hat sich in den 1990er Jahren auf seinem Schloss in Frankreich zurückgezogen aus dem Business und seine Werbetexte, seine Slogans und seine Headlines sind heute noch überall präsent. Auch wir gehen weiter und bleiben präsent, bleiben aktiv. In dieser Woche werden wir noch mit Christoph Schöllhammer von der Deutschen Messe AG sprechen. Und zwar haben wir vor der SMTV-Kamera das Thema Steam and Smoke, eine neue Messe in Hannover. Und auch Michael Apitz wird für die Danpipe für uns ein Gesprächspartner sein. Und da schauen wir auf eine lange Geschichte zurück, die sich in Langenburg rund um Dr. Heiko Behrens präsentiert hat. Ja, in diesem Sinne und in aller Freundschaft wünsche ich Ihnen Freundlichkeit, Gesundheit. Leben Sie das Leben und freuen Sie sich im Genuss. Bis zur nächsten Ausgabe. Ja, Klaus-Peter Will.